Mhm. Ja, habe ich bei Dom Tello gesehen und ich fand es richtig cool. Nebenbei, ich habe Raupi Level 16. Warum trainierst du Raupi jetzt? Ich brauche halt irgendwas im Team. Das habe ich im Futtertausch bekommen, weil wir schon zwei Pokémon in der Trainerschule abgekratzt sind und ja, irgendwas muss ich halt trainieren. Mhm. Ja. Ja. Nebenbei habe ich aktuell im Team ein Celebi. Ja, das habe ich, weil... Celebi? Ja. Wie Celebi? Celebi. Wie hast du jetzt ein Celebi? Ich habe den, na ganz einfach, ich habe mir Gold und Silber runtergeladen, als es released wurde für die Virtual Console und habe Achso, ja, ich verstehe. Ja. Ja, okay, verstehe. Ich habe mal noch das Event Wuffels geholt, weil warum nicht? Das Event Wuffels habe ich auch, aber ich habe es nicht trainiert, weil ich mag Wuffels jetzt nicht so. Mhm. Es fühlt sich ja irgendwie an wie Evoli 2.0. Ja, ich bin jetzt im Haoli Friedhof und hier bekomme ich... Warte, also erstmal Pokémon wechseln. Ich geh mal Raupis umschrechen. So, was bekomme ich hier? Ich bekomme ein... Kann es sein, dass du wieder bleibt und reden? Ja. Und dann, ein Kramux. Nice. Ja. Okay, ich werde aber Raupi direkt von der ersten Stelle tun, auch wenn Raupi 9 Level über dem Ding ist. Joa. Kramux ist nice. Ist das neu bei dem Friedhof eigentlich? Was ist neu am Friedhof? Ne, beim Hauholi-Friedhof. Ist das dann neu, dass Kramux fangbar ist dort? Kramux was hat? Na, ist das nicht irgendwie neu, dass man Kramux kann dort fangen? Ja, es gibt ja insgesamt 100 neue Pokémon hier in der Spiele. Ja, ich weiß, man konnte das Ding ja auch schon so eine Boot fangen, aber war das nicht irgendwie erst im Canyon von Poli? Jetzt hasse ich gerade bei Robball. Hast du Robball gerade genommen? Ja. Und ich hasse das Ding gerade, weil es Kramux gekillt hat. Und Raupi entwickelt sich. Raupi entwickelt sich eigentlich auf Level 7, glaube ich. Ja, hab's aber im Wunder drauf stehen, wie erst auf Level 16 bekommen. Ja, in einem Level wird es sich schon so Smetgo. Ja. So, Safgon, geil. Nebenbei, mein Bruder hat mal in Sol und Mond im Wundertausch ein Raupi Level 100 bekommen. Warum macht man Raupi Level 100? Das ist richtig sinnlos. Keine Ahnung. Ich musste mich totlachen, als ich das gehört habe. Ja. Aber seitdem habe ich den Wundertausch irgendwie verachtet. Du hast sicher, wenn man dort tut, wahrscheinlich eh nur meistens Crap bekommt. Man bekommt da eh meistens nur Carpador und so. Ja, obwohl ich sagen muss, dass ich in meiner Alpha Saphir Wunderlock nicht ein einziges Carpador bekommen habe. Ja, aber das Problem ist halt, dass die das dann, das Carpador dann meistens wegtauschen, wenn es irgendwie so ein anderes Minuswesen hat oder so. Wahrscheinlich dann auch was, ja. So.
Also im Alpha Saphir, da habe ich mal einen Tetach in den Buttertausch geschickt und habe einen Relaxo bekommen. Ja, und die anderen Formen sind ja auch schöner. Ja, und die gerade zu hängen, ich hab's einfach weggeschossen. Einfach mal Unterfutsch weggegeben, wo ich nicht wollte. Also, das ist jetzt gerade wirklich passiert. Wofür was hast du gemacht? Ich hatte Saftkot vorne gegen Pepek. Da dachte ich mir, okay, wechsle ich auf Wuffels. Was macht's der Trümmerer? Tot. Geil. Ich meine, warum sollte der der Trümmerer machen? Ich hatte den Saftkot vorne. Und hat er ja voll predicted, der Typ. Ja, ich hab jetzt Robball drin und heile erstmal, weil er nur noch 6 KP hat und vergiftet ist. So, Pepe kriegt Schnabel ein. Und ich sollte jetzt auch die Vergiftung heilen, weil sonst stirbt Robball am Gift und das will ich ja nicht. Ich hab kein Gegengift. Fuck. Naja, ich hab die Beere bekommen. Und weil es kann man mit der Pokepause die Vergiftungen heilen. Deswegen hab ich auch noch Gegengift. Ja, aber das. Und in der Oma in den Kaffees. Ne, wenn man in den Pokés in die Kaffees geht, denkt man ja immer, wenn man sich ein Getränk bestellt, ja immer eine Spezialität oder maximaler Sada oder Jansalada Blee. Ja. Nur das Problem ist, an Bern kann ich noch nicht drankommen und die Pokepause da bin ich eher für Loops gemacht und das Café gehe ich aus irgendeinem Grund nie rein. Ich finde das eher unnötig. Naja, also grundsätzlich ist die Pokepause schon für Loops, aber ich benutze sie einfach trotzdem, weil ich manchmal keinen Bock habe auf stupide Kämpfe und dann mache ich das einfach. Aber ich ist manchmal das Spiel einfach einfach, aber. Ja, ich mach das nicht, weil, ja, dann wird ja die Zutraulichkeit höher und dann wird das Pokémon zum Beispiel ab und zu durch sowas öfter Critical Hits einmachen und öfter mit einem Kaffee überleben und so. Und das Spiel ist echt so einfach, ich bin einfach mal wieder so einfach irgendwie. Ich bin einfach mal gefreut, wenn man richtig wäre, Schwarz, Weiß, 3. Ich meine, Schwarz-Weiß-2 im Hürdenmodus war richtig schwer, ne? Das stimmt. Ich habe ja auch mein erstes LP war ja Schwarz-2 in Aslog. Der Hürdenmodus habe ich am Ende nicht geschafft. Der Champ hat nicht mehr siegen. Und ganz ehrlich, ich bin ja schon im Original Schwarz-2 in Aslog vor auf dem Kanal, war schon bei Sharon gestorben. Da lag es aber nicht an der Schwierigkeit gespielt, sondern weil ich zu faul war zum Trainieren. Ja, gibt es auf diesem Friedhof hier noch andere Trainer oder kann ich meine Pokémon hier begraben? Oder sie in den Buttertausch stellen? Oder will es. Ja, der. Kraken will kämpfen. Ja. So. Die Vorstellung bekämpfen. So, Naira, okay. Jetzt gibt's mal ein paar IP für meine Pokémon. Ich gebe die IP mal Saftkot, damit er so schnell wie möglich zu Smetbo wird. Ja, aber so jetzt aktuell kann man es halt noch ein bisschen gebrauchen. Ja. Ich könnte ihn zum Beispiel für Halla benutzen, weil er ja eine 5-Resistenz gegenüber Kampf hat. Ja. Ich würde sagen, ich spiele mal Richtung Vegetation zu. Ich werde dann auch aufspielen, die zwei Toten Wunder tauschen. Ich hab jetzt keinen Bock.
damit mal ein bisschen mehr im Park schaffen. Das nur stupides Spoiler Trade und dann irgendwann Crap bekommen wie Carpador. Carpador wäre ja ein schlechter Bar. Ja, ich kann es aktuell nicht entwickeln. Und? Warte, du bist jetzt der Web. Kann sein, dass das Bonera kaum, gar keine EP gegeben hat, gefühlt. Wer gibt keine EP? Das Bonera hat anscheinend gerade eben kaum EP gegeben. Ja, Bonera gibt es doch nicht so viel, kann er ja erstmal richtig viel. Boah. Also ich hab... Ich will zum Beispiel so... Diese Arakor-Weiterentwicklung. Also ich muss sagen, für den Encounter her hasst mich das Spiel, aber... wenigstens mag mich der Wundertausch. Weil er mich bisher noch gar nicht enttäuscht hat. Ich muss hoffen, dass Dings so jetzt durchkommt, so. Hab den Namen schon vergessen. Oh, bitte mach jetzt den Konstrimator trifft Gordon. Hätte ich bloß schon diese Eisattacke auf Kopfball, ne? Aber nein, natürlich nicht. Blutstand setzt sich ein, danke. So, das ist jetzt besiegt. Ich muss jetzt mal noch, ja, ich muss jetzt gehen, ich muss noch, ja. Dann noch was zu tun jetzt. Ja, ich glaube, da. Ja, dann bis dann, ne? Ja. Tschüss.